Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Deutschen Bundestag. Die Befragung der Bundesregierung befasst sich heute mit dem Thema Stickstoffeintrag in der Biosphäre. Es geht um Düngung in der Landwirtschaft ganz wesentlich. Die Düngermitteleinsätze steigen nach wie vor so weit, dass in der EU mittlerweile fast zwei Drittel aller natürlichen Einträge in Zukunft zu verringern. Trägt dies dazu bei, die Stickstoffeinträge zu vermindern. Es gibt natürlich auch andere Bereiche, in denen wir noch tätig werden müssen. Zum Beispiel müssen wir auch die Pilotanfrage der Europäischen Kommission zur Wasserrahmenrichtlinie sachgerecht beantworten, indem wir auch dort vorankommen. Wir haben ein Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission zur Nitratrichtlinie. Auch dies liegt natürlich an übermäßigem Stickstoffeintrag. Und auch bei der sogenannten NEC-Richtlinie, also nationale Emissionshöchstmengen, wie auch bei der Richtlinie zur nationalen Emissionsminderungsverpflichtung, sind wir letztlich säumig. Dieses alles muss zügig angepackt werden. Der Widerstreit der Interessen in der Koalition ist ja nicht von der Hand zu weisen. Das ist eigentlich auch normal. Aber gut ist, dass wir jetzt alle mal anerkannt haben, dass wir alle jeweils in unseren Verantwortungsbereichen was tun müssen. Frau Tackmann. Ja, meine Damen und Herren, das ist also die Antwort von Umweltministerin Hendricks auf die Frage von Peter Maywald von den Grünen nach der Strategie. Weiter geht es mit Kirsten Tackmann von der Linksfraktion. Auch eine besondere Verantwortung hat und dass es aber einerseits um Nahrungssicherung geht und andererseits auch um die Frage der Emissionen und der Reduzierung der Emissionen. Und nun ist ja die Frage, gerade in der Tierhaltung ist das ja ein zentraler Punkt. Sie wissen, dass die Bundesregierung nach wie vor eine Exportstrategie hat. Das heißt also, die Tierhaltung sich nicht an dem orientiert, was zur Nahrungssicherung hier vor Ort gebraucht wird, sondern exportieren will. Und irgendwie hat das ja miteinander zu tun, die Produktionsmenge oder die Menge der gehaltenen Tiere und die Emissionen. Welche Strategie verfolgen Sie da und welche Ideen haben Sie da, wie wir einerseits der Tierhaltung tatsächlich auch eine Zukunft geben können und andererseits aber Ihre Ziele, die ich auch teile, tatsächlich zu erfüllen? Die Agrarpolitik hat in der Tat die Zielrichtung der Exportstrategie, aber nicht die Bundesregierung hat die Zielrichtung der Exportstrategie. Das Umweltministerium sieht das anders. Es gibt also keine Bundesregierungsstrategie zum Export landwirtschaftlicher Güter. Ich kann das verstehen, dass man das in der Agrarpolitik so vorantreiben will. Aus Umweltgesichtspunkten gibt es in der Tat einen Widerstreit. Und ich glaube persönlich, und ich denke auch, dass es wissenschaftlich abgesichert ist, dass wir zu einer besseren Flächenbezogenheit von Tierhaltung wieder kommen müssen. Also wie viele Großvieheinheiten pro Hektar, das ist eine Grundsatzfrage. Kollege Krischer. Oliver Krischer, stellvertretender Vorsitzender der Grünen-Fraktion, hat die nächste Frage. Ja, herzlichen Dank, Herr Präsident. Frau Ministerin, zunächst mal ist natürlich ein Problem, Fragen zu einem Bericht der Bundesregierung zu stellen, wenn man den Bericht nicht kennt. Wir haben gestern in Ihrem Haus nachgefragt, hätten gerne diesen Bericht bekommen, damit man ihn auch vorher mal lesen kann. Das war nicht möglich. Insofern ist das ein bisschen lächerlich, hier das zum Thema einer Regierungsbefragung zu machen. Aber es scheint ja so zu sein, dass in dem Bericht auch offensichtlich nichts Neues drinsteht. Und es ja schon ein Phänomen für Sie zu sein scheint, dass die Bundesregierung sich überhaupt auf einen Bericht verständigen kann. Deshalb würde mich interessieren, Sie haben im Sommer 2016, da gibt es eine Reihe von Presseberichterstattungen darüber, in dieser Wahlperiode eine umfassende Stickstoffminimierungsstrategie angekündigt. Gerade haben Sie gesagt, die wird es nicht mehr geben. Das muss eine nächste Bundesregierung machen. Sie haben ja gerade mal eben einen Bericht vorgelegt, in dem nichts Neues ist. Mich würde interessieren, woran liegt es, dass diese Stickstoffminimierungsstrategie nicht vorgelegt worden ist in dieser Wahlperiode? Was ist die Ursache dafür? Nun, dieser Bericht hat erstmals tatsächlich eine ressortübergreifende Verständigung erreicht, sowohl zum Problemverständnis als auch zum politischen Handlungsbedarf und der Notwendigkeit weiterer Minderungsbemühungen. Das ist ein Erfolg, das ist richtig, das ist nicht das, was ich angekündigt habe. Gleichwohl ist dieser Schritt ein Erfolg. Der Bericht ersetzt nicht die von mir angekündigte Stickstoffstrategie, das ist so. Unsere strategischen Arbeiten zur Stoffminderung setzen sich ja aus vielen Einzelschritten zusammen. Und der vorliegende Bericht ist ein Baustein dieser Arbeiten.
diese ressortübergreifende Befassung soll über dieses wichtige Thema eben informieren und den politischen Diskurs vorantreiben, sodass Maßnahmen zur Minderung der Stickstoffbelastung eben in der kommenden Legislaturperiode konkretisiert werden können. Ja, in dieser Legislaturperiode ist dieser Schritt noch nicht gelungen, aber der Schritt, den wir bis jetzt gegangen sind, ist gleichwohl erstmalig für eine Bundesregierung. Frau Bulling-Schröter. Eva Bulling-Schröter von der Linksfraktion, deren umweltpolitische Sprecherin ja, sie ist. Danke schön. Sehr verehrte Ministerin, mich würde interessieren, Stickstoffemissionen kommen ja nicht nur aus der Landwirtschaft, sondern auch aus dem Verkehr. Und ich denke, da wird ein bisschen wenig darüber diskutiert, aus bekannten Gründen. Und mich würde interessieren, gibt es hier eine Minderungsstrategie, gerade für den Verkehrsbereich der Bundesregierung? Wie könnte sowas aussehen und vielleicht auch meine Zeitspanne, wann das beginnen könnte? Ja, der Verkehr ist natürlich ein Hauptverursacher von Stickstoffeinträgen. Das ist vollkommen klar. In den Städten ist es der Verkehr, der für zu hohe Stickstoffbelastungen sorgt. Und auf dem Land ist es im Wesentlichen die Landwirtschaft, um es vereinfacht zu sagen. Aber es ist nicht ganz falsch, wenn ich es so vereinfacht sage. In der Tat brauchen wir natürlich auch eine neue Mobilitätsstrategie unter dem Gesichtspunkt von Klima- und Luftverträglichkeit. Ich denke, dass dies auch eine Aufgabe der nächsten Legislaturperiode sein muss. Und ich bin absolut sicher, dass wir zu Nachrüstungen kommen müssen im Bestand der Automobile, im Wesentlichen natürlich bei den Dieselfahrzeugen, die ja für die Stickstoffeinträge Hauptverursacher sind. Aber das kann natürlich zunächst mal nur mit den technischen Möglichkeiten der Automobilindustrie gehen. Das gilt auf der einen Seite für die neuen Automobile, für die neu zugelassenen. Da haben wir ja neue europäische Regeln, die schon gelten, ab September wirksam werden. An anderen wird gerade auf der europäischen Ebene gearbeitet. Ganz wichtig ist aber auch, dass wir den Bestand ins Auge fassen. Frau Lemke. Ja, sehr geehrte Frau Ministerin. Steffi Lemke ist das, Bündnis 90 Die Grünen. In der Sie die rote Liste der gefährdeten Biotope vorgestellt haben, also sozusagen eine relativ vernichtende Bilanz über Ihre eigene Arbeit heute vorgestellt haben der Öffentlichkeit, in der Sie sagen, dass knapp zwei Drittel der 863 Biotoptypen in Deutschland in Gefahr sind. Besonders dramatisch sei die Entwicklung bei Wiesen und Weiden. Während sich an einigen einzelnen Biotopen, Flüssen und Seen positive Entwicklungen abzeichnen, die primär auf die Verbesserung von Klärstufen in den Kläranlagen zurückgehen, nach Ihren eigenen Aussagen. Und in einer Regierungsanfrage von mir haben Sie vor wenigen Wochen geantwortet, dass ein Großteil der Feldvögel in Deutschland vom Aussterben bedroht ist, ein relevanter Teil schon verschwunden ist. Das heißt, das Ziel der Bundesregierung, das vor mehreren Jahren festgelegt worden ist, das Artensterben bis 2020 zu stoppen, wird weit verfehlt werden. Was sind die konkreten Maßnahmen, wenn Sie sagen, das kann alles erst die nächste Bundesregierung machen, die Sie denn für die nächste Bundesumweltministerin dann hinterlassen als Ihre eigene Negativbilanz? Das habe ich noch nicht geschafft abzuarbeiten. Das muss meine Nachfolgerin dann machen. Frau Kollegin, dies weise ich zurück, und zwar entschieden. Ich habe auch nicht heute eine Negativbilanz meiner eigenen Arbeit vorgelegt, sondern der Bericht zur roten Liste der Biotoptypen ist der dritte Auflage dieses Berichtes. Der erste gab es im Jahr 1994, der zweite gab es im Jahr 2006. Also das, was jetzt seit 2006 passiert ist, umfasst natürlich deutlich mehr als meine Verantwortungszeit. Und wir haben in der Tat Verschlechterungen festzustellen, ja, insbesondere im Bereich der Biodiversität auf Weiden und Wiesen, da haben Sie richtig darauf hingewiesen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Verbesserungen festzustellen, insbesondere bei Fließgewässern und insbesondere auch bei Wäldern und Waldrändern. Da haben wir selber auch zum Beispiel durch die Beschlussfassung über das blaue Band positiv darauf eingewirkt, dass das für die Zukunft jedenfalls besser wird. Das ist neu. Wir haben Auenwälder verbessert. Auch dies ist in den letzten Jahren besser geworden. Ja, es gibt auch noch viel zu tun, das ist nicht zu bestreiten. Und das hat insbesondere mit der Art der Wirtschaftsweise in der Landwirtschaft zu tun. Herr Lenker. Ralf Lenkert, umweltpolitischer Sprecher der Linksfraktion, mit der nächsten Frage.
Frau Ministerin, welche konkreten Maßnahmen hat die Bundesregierung seit der Veröffentlichung des Sachverständigenrats Umweltgutachtens in Angriff genommen, um die zu hohen Stickstoffeinträge zu reduzieren? Welche Handlungsempfehlungen und Lösungsansätze des Sachverständigenrats Umwelt haben Sie verfolgt als Bundesregierung? Und was halten Sie vom Vorschlag, eine Stickoxidabgabe einzuführen? Ganz wesentlich ist, darauf habe ich ja eben schon hingewiesen, dass wir uns nach wirklich langen Vorarbeiten und kräftigen Auseinandersetzungen auch innerhalb der Bundesregierung und in diesem Parlament auf ein neues Düngegesetz und eine neue Düngeverordnung haben verständigen können. Das ist ein wesentlicher Schritt zugunsten der Minderung der Stickstoffeinträge. Das ist der wichtigste Schritt, den wir gegangen sind seit der Veröffentlichung des Sachverständigenrats für Umweltfragen. Und man sollte ihn nicht negieren. Es hat mehr als 5 Jahre gedauert, bis wir das haben durchsetzen können. Einvernehmlich immerhin. Es ist eben manchmal nicht so einfach. Aber immerhin, das ist der wichtigste Schritt, den wir jetzt seither erreicht haben. Wir haben keine Position zur Erhebung einer Stickstoffabgabe. Ich halte das zurzeit auch nicht für nötig, sondern ich halte es für sinnvoller, tatsächlich in Zusammenarbeit mit denjenigen, die Stickstoffverursacher sind, was auch nicht vollständig vermeidbar ist, das muss man auch mal sagen. Die sind ja nicht irgendwie böswillig, sondern dass man mit denjenigen, die Stickstoffverursacher sind, in vernünftigen Konditionen ist, um Arbeitsweisen zu ändern. Kollege Ebner. Harald Ebner, Bündnis 90 Die Grünen, Sprecher für Gentechnik und Bioökonomiepolitik, hat die nächste Frage. Sie haben von Ihrer Erfolgsbilanz, Düngegesetz und Düngeverordnung gesprochen. Da möchte ich das Thema Stoffstrombilanz oder wie wir es gerne nennen, Hoftorbilanz ansprechen, das ja, die ja ein Mittel tatsächlich sein sollte und aus unserer Sicht auch ein geeignetes Instrument sein könnte, Stickstoffeinträge zu regeln, zu regulieren und zu reduzieren. Allein, es fehlt ja eine Regelung. Die Düngeverordnung regelt die Frage der Stoffstrombilanz leider nicht. Das wurde ausgelagert in die entsprechende Stoffstrombilanzverordnung. Und da wurde uns heute im Ausschuss berichtet, da weiß man nichts Genaues. Da gibt es keine konkreten Ergebnisse von Gesprächen und niemand weiß, in welche Richtung die Gespräche gehen. Vielleicht können Sie uns dazu noch mal ein bisschen was sagen, was denn eigentlich hier erreicht werden soll, mit welchen konkreten Festlegungen Sie jetzt die Reduzierung von Stickstoffeinträgen hier an der Stelle erreichen wollen. Ja, Herr Kollege Ebner, wir haben ja gemeinsam innerhalb der Bundesregierung mit den Ländern ein sogenanntes Düngepaket auf den Weg gebracht, das sich durchaus sehen lassen kann und ganz sicher zu einer Verbesserung der Situation bezüglich der zu hohen Stickstoffeinträge aus der Landwirtschaft führen wird. Ja. Innerhalb dieses Paketes haben wir auch beschlossen, wie Sie richtig sagen, eine Stoffstrombilanz zunächst für größere Betriebe einzuführen. Damit sollen alle Nährstoffzuströme und Nährstoffabflüsse eines Betriebes genau erfasst werden und die entsprechende Verordnung ist in Arbeit. Ich gehe davon aus, dass wir das parlamentarische Verfahren jetzt rasch einleiten und noch abschließen können. Kollege Maywald. Noch einmal Peter Maywald, der umweltpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion. Da muss ich einfach noch mal direkt nachfragen. Noch abschließen können heißt innerhalb der beiden uns noch verbleibenden Sitzungswochen nach dieser Sitzungswoche. Das würde ich einfach gerne konkret noch mal hören, ob wir dann mit der Vorlage der Stoffstrombilanzverordnung rechnen dürfen. Meine andere Frage geht noch mal zurück auf den Bericht des Sachverständigenrats für Umweltfragen der Bundesregierung. Die haben ja vorgeschlagen, die Anforderungen an Tierhaltungsanlagen zu verschärfen und in der TA Luft da klare Vorgaben zu machen. Gibt es da schon Bestrebungen, in der Richtung noch mal tätig zu werden vom Ministerium aus, also die TA Luft da entsprechend nachzuschärfen? Ich gehe zunächst auf Ihre zweite Frage ein, was die TA Luft anbelangt. Ja, wir haben einen Entwurf in Arbeit, der aber nicht mehr fertig wird jetzt. Das werden wir nicht mehr schaffen in dieser Legislaturperiode. Wir müssen aber in der Tat, und ich glaube, das Thema müssen wir auch wirklich fachlich noch genauer durchdringen, als wir das bisher tun, und zwar in gemeinsamer Verantwortung die Landwirtschaftsseite und die Umweltseite. Wir müssen Tierwohl
und Emissionsrecht auch übereinbringen. Also es kann auch nicht sein, dass wir alle Tiere in verschlossenen Kästen halten, um es mal überspitzt zu formulieren. Und deswegen müssen wir da wirklich noch mehr dran arbeiten, als wir das bisher getan haben. Ich glaube, das will ich auch gerne noch auf den Weg bringen, aber es wird auch noch wissenschaftliche Arbeit bedürfen und Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Instituten, wie zum Beispiel Thünen-Institut und UBA, um das als Beispiel zu nennen. Was die Stoffstrombilanz anbelangt und den augenblicklichen Stand, würde ich gerne, wenn Sie einverstanden sind, Herr Präsident, den Kollegen Bläser bitten, dazu das Wort zu ergreifen. Die Federführung liegt ja beim BML und wir sind da in Verhandlungen, aber da weiß Herr Bläser aktuell mehr als ich. Wenn es da nicht nur eine aktuelle, sondern auch eine konkrete Auskunft gibt, ist uns diese Ergänzung sehr willkommen. Bitte schön, Herr Kollege Bläser. Peter Bläser jetzt, Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium. Ach so. Ja. Vielen Dank. Wir sind zurzeit in der Tat in den Beratungen und es geht letztlich um die technische Umsetzung der Düngeverordnung, wie das im Detail geregelt wird. Und uns liegt daran, dass man das praxistauglich macht und insbesondere auch ohne unnötigen Bürokratieaufwachs, was letztlich nicht ganz zu vermeiden sein wird. Zeitplan. Darauf wäre fast keiner gekommen. Jetzt ist die nächste Frage hat Frau Bulling-Schröter. Ja, meine Damen und Herren, das war also die gesammelte Antwort der Bundesregierung. Zunächst Bundesumweltministerin Hendricks, dann Staatssekretär Bläser. Jetzt geht es weiter mit der nächsten Frage. Eva Bulling-Schröter, Linksfraktion. Klimarelevant. Und wir haben ja die dringende Aufgabe, sag mal, bei Strafe des Untergangs diese Pariser Beschlüsse einzuhalten. Und jetzt ist meine Frage, könnten Sie sich vorstellen, gerade auch diese Problematik in einem zukünftigen Klimaschutzgesetz auch zu regeln. Wir halten das ja für sinnvoll, ein Klimaschutzgesetz und dann dementsprechende Untergesetze oder Verordnungen zu machen, weil das sicher eine gute Wirkung hätte. Allerdings sind natürlich Gesetze immer nur so gut, wie sie auch überwacht werden. Entschuldigung, ich hatte das ausgeschaltet, jetzt ist es wieder an. Ja, Frau Kollegin, in der Tat, andere klimaschädliche Gase wie zum Beispiel Ammoniak oder Methan sollten sinnvollerweise Gegenstand eines Klimaschutzgesetzes sein. Frau Kotting-Uhl. Silvia Kotting-Uhl, Bündnis 90 Die Grünen, hat die nächste Frage. Ich habe Sie vorhin so verstanden, dass das, was jetzt in der Bundesregierung geleistet wurde, seit der Vorlage der Empfehlungen des SRU, immerhin eine Gemeinsamkeit in der Feststellung von Handlungsbedarf ist, was wahrscheinlich bei der Ausrichtung des Landwirtschaftsministeriums tatsächlich als Erfolg bezeichnet werden muss. Sie haben jetzt auf Herrn Lenkert geantwortet, der Sie gefragt hat, schon mal zu einem Vorschlag des SRU, da ging es um den Stickstoffüberschussabgabe, dass davon nichts gehalten wird in der Bundesregierung. Ich würde Sie jetzt gerne zu ein paar anderen Vorschlägen des SRU fragen, nämlich zum Beispiel die Anforderung an Tierhaltungsanlagen zu verschärfen, in der TH Luft klare und anspruchsvolle Vorgaben für Tierhaltungsanlagen zu schaffen oder auch die Reduktionsziele für den Gesamteintrag von reaktiven Stickstoffverbindungen oder die Hintergrundbelastung reaktiver Stickstoffverbindungen zu reduzieren. Das sind so einige der relevanten Vorschläge des SRU. Wie bewerten Sie die und haben Sie vor, neben dem Bericht, den Sie jetzt vorgelegt haben, vielleicht auch die Empfehlung für ganz bestimmte Maßnahmen, wem auch immer im Umweltministerium und in der zukünftigen Bundesregierung zu hinterlassen? Frau Kollegin Kotting-Uhl, ich hatte gerade schon ausgeführt, dass wir in meinem Haus an der Umsetzung der TH Luft im Zusammenhang mit Tierhaltungsanlagen gerade arbeiten. Einen Blick mal. Kollege Krischer. Oliver Krischer ist noch mal dran, Bündnis 90 Die Grünen, stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Ja, herzlichen Dank, Herr Präsident. Frau Ministerin, Sie haben ja eben wieder das Spiel gemacht. Frau Hendricks kündigt was an. Die anderen Häuser, der Rest der Bundesregierung setzt nichts um oder blockiert es. Das haben wir, hat Herr Bläser ja vorgeführt. Ich möchte deshalb für die Vergangenheit fragen.
in ihrem eigenen Zuständigkeitsbereich. Anfang Mai hat die EU Grenzwerte unter anderem für Stickoxide, also ein wesentlicher Stickstoffeintrag in die Umwelt aus Kraftwerken, festgelegt für die beste verfügbare Technik. Medienberichten war zu entnehmen, dass Deutschland versucht hat, zusammen mit Polen, Tschechien, anderen, diese Verschärfung der Grenzwerte zu verhindern. Das wäre ist Gott sei Dank nicht gelungen, der deutsche Bremsversuch. Können Sie mir erklären, warum Sie als Umweltministerin an der Stelle eine schärfere Gesetzgebung, die durchaus im Sinne Ihres formulierten Zieles, nämlich die Reduzierung des Stickstoffeintrages wäre, warum Sie an der Stelle auf EU-Ebene gebremst haben? Erstens habe ich nicht an der Stelle auf EU-Ebene gebremst, sondern es war selbstverständlich ein anderes Gremium, das sich damit befasst hat, nämlich, soweit ich weiß, der ASTV. Andererseits waren wir in der Tat zunächst in guten Gesprächen mit Vertretern der Europäischen Kommission, weil wir an einer Stelle der Auffassung waren, dass es technisch tatsächlich nicht regelungsfähig ist, was vom Kommissionsvorschlag vorgeschlagen wurde. Und es hatte uns die Kommission auch angedeutet, dass man darüber zunächst noch mal reden wolle. Wir sind dann überrascht worden, dass tatsächlich diese Beschlussfassung schon herbeigeführt worden ist, wenn ich mich recht erinnere, am 28. April, obwohl wir am 27. April noch davon ausgegangen waren, dass es verschoben werden würde. Und deswegen hat uns die Beschlussfassung dort überrascht. Und da wir fachlich anderer Auffassung waren, übrigens auch bestätigt durch das UBA, welches ja normalerweise bei Ihnen nicht im Verdacht steht, haben wir dort tatsächlich nicht zugestimmt. Herr Lenkert, letzte Frage zu diesem. Ja, meine Damen und Herren, soweit also Bundesumweltministerin Hendricks in dieser Befragung der Bundesregierung, soweit auch unsere Übertragung dieser Befragung. Zunächst um 14.15 Uhr melden wir uns wieder zurück hier aus dem Deutschen Bundestag, geben einstweilen in die Sendezentrale nach Bonn mit unserer Doku Weltstars aus Prag.